Hallo ihr Lieben, ich habe mich die Woche mit einem recht besonderen Werk beschäftigt, freiwillig, nämlich mit Goethes Faust, der Tragödie, erste Teil. Ja, ich habe es freiwillig noch einmal gelesen. Damals war es ja die Schullektüre schlechthin und ich wollte jetzt etwas gealtert nochmal herausfinden, was hat es eigentlich mit dem Faust-Text auf sich. Für all diejenigen, die jetzt auf mein Video gestoßen sind, weil sie Deutschhilfe erwarten. In dem Video geht es um eine kurze Zusammenfassung von dem Faust-Text und hauptsächlich meine Buchbesprechung. Also meine Meinung, was hat mir an dem Faust gefallen und was nicht. Da sind natürlich schon leichte Interpretationsansätze mit drin. Ansonsten soll jetzt jede Woche Montag, also ich habe mir gedacht, wenn ich mich schon mal mit dem Thema beschäftige, dann kann ich es eigentlich auch gleich richtig machen. Und jede Woche Montag soll jetzt ein Faust-Video kommen. Und nächste Woche kommt nämlich dann eine ausführliche Besprechung zu Faust selbst. Also das Porträt zu Faust und dann die Montage darauf kommen dann Mephisto und Gretchen. Und dann schaue ich mir noch ein paar Szenen an. Manche werde ich vielleicht zusammenfassen, weil ich nicht so viel dazu zu sagen habe. Ich habe mir das Buch angeschaut und das ist hier ein Reklam XL Text und Kontext, kann ich sehr empfehlen. Hierhin ist dann noch ein Anhang so ein bisschen zur historischen Einordnung und so weiter. Und verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe mir auch einige Literatur-Lektüre-Hilfen angeschaut. War sehr interessant, da einfach noch ein bisschen mehr zu erfahren und ein bisschen mehr rauszuholen. Verlinke ich euch ebenfalls in der Infobox. Die habe ich aber gerade schon verliehen an jemanden, der es gerade nötiger hat, als ich, sich mit Faust zu beschäftigen. Genau. So, also ein sehr interessantes Buch. Ja, ich sage euch nachher, was mir gefallen hat und warum nicht. So, erstmal kurz nochmal, worum geht's? Es geht um den Faust. Ja, einen Doktor, einen Professor, der allerlei Sachen studiert hat, aber zutiefst unzufrieden ist. Und um den gibt es auch eine Wette. Ja, also ihr wisst es eigentlich schon, Gott und der Teufel bzw. Mephistopheles wetten darum, ob Faust ein Guter im Sinne Gottes ist oder ob Mephisto, weil er so denkt, alle Menschen sind nur triebgesteuert und so. Und Mephisto denkt ja, dass er ihn quasi verführen kann und seine Seele entsprechend klauen kann. Und ja, eigentlich ist die Fausthandlung dadurch schon ein bisschen fremdbestimmt. Aber ich werde nicht allzu sehr in die Interpretation gehen. Genau. Und Faust ist sehr unzufrieden mit seiner Wissenschaft. Er kommt nicht weiter. Er möchte an noch mehr Erkenntnisse gelangen. Und so trifft er dann nach einer Frustrationsszene und dem Glockengeläut zum Ostersonntag. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Es ist auf jeden Fall der Osterspaziergang. Ich muss ihn auswendig lernen. Ich glaube, es ist Sonntag. So, dort trifft er den Pudel. Den nimmt er mit nach Hause. Das ist dann im Endeffekt Mephisto und sie haben dann nochmal eine Wette bzw. einen Pakt und Faust sagt dann logischerweise den sehr berühmten Satz, verweile doch, du bist so schön und wenn er sozusagen eine zutiefst befriedigende Szene oder eine Erlebnissituation erlebt, dann gehört seine Seele dem Teufel. Und ja, Mephisto lässt sich allerlei einfallen, er nimmt die mit in Auerbachs Galler, wo Faust so ein bisschen mit saufenden Studenten seine Freude haben soll, das funktioniert nicht ganz so gut. Er wird verjüngt, er trifft auf Gretchen, an der er sehr interessiert ist und die er unbedingt rumkriegen möchte. Mephisto hilft ihm dabei durch allerlei Dinge, auf die ich dann in späteren Videos nochmal genauer eingehen werde. Im Endeffekt kriegt Faust Gretchen rum und sobald er ihr die Unschuld geraubt hat, ist sie für ihn leider nicht mehr so interessant. Es ist keine Liebeskomödie, es ist auch keine Liebestragödie, es hat mit Liebe generell nichts zu tun. Dieses Buch ist eine Tragödie. So, es geht also nicht um das arme Gretchen, die wird links liegen gelassen. Mephisto versucht weiterhin, Faust ein bisschen zu zerstreuen. Faust merkt, dass ihn das nicht befriedigt. Er denkt nochmal an Gretchen und er kommt wieder zurück. Irgendwie ist da ein Zeitsprung in der Handlung. Gretchen ist mittlerweile nicht nur schwanger gewesen, sondern hat auch schon ein Kind bekommen und getötet. Und soll
dafür bestraft werden. Sie wartet quasi im Kerker auf den Tod. Faust startet einen mehr oder weniger ernst gemeinten Befreiungsversuch. Gretchen lehnt ab und ja, stirbt dann und wird gerettet. Das ist die kurze Kurzfassung. Wie gesagt, Näheres dazu dann nächste Woche Montag und so weiter und so fort. Aber ich denke, das reicht erstmal, um auszudrücken, was ich daran gut fand oder nicht so gut. Es klang, denke ich mal, auch schon ein bisschen jetzt in der kurzen Zusammenfassung an. Mich störte nicht die Sprache. Ich habe zwar auch als Jugendliche geflucht, als ich das Büchlein mit 17, 16 oder 17 gelesen habe. Und ich fand es lesbar. Ich finde so, vor allem die Textstellen von Mephistopheles recht witzig. Er hat ja nun ja seinen Humor und nimmt viele Dinge nicht ernst und ist auch recht kritisch durchaus manchen Dingen gegenüber. Er ist halt ein verneinender Geist, ne? Also, und ja, es hat durchaus Spaß gemacht. Mich hat die Sprache nicht gestört, ich fand es nicht langatmig. Manche Sachen, wenn ich die nicht verstanden habe, hier gibt es meistens unten nochmal bei manchen Wörtern oder so, die uns nicht geläufig sind, nochmal eine Erklärung. Das fand ich auch recht gut. Wer mich aber gestört hat, ist der Dr. Heinrich Faust. Er stört mich. Ich mag diesen Charakter einfach nicht. Und das liegt daran, er hat halt diese Sturm- und Drang-Ich-Bezogenheit. Immer nur ich. Und ja, er ist nahezu skrupellos. Also er ist in seinem Handeln irgendwo, ja, man kann eigentlich nicht sagen naiv. Also es stört ihn einfach nicht, dass er ja seinen Weg durchaus auch mit, nicht nur mit Opfern, sondern auch mit Leichen pflastert. Also er und Gretchen sind zusammen insgesamt für 4 Tote verantwortlich oder mitverantwortlich. Das muss man sich dann nochmal im Genaueren anschauen. Und ja, Faust geht quasi auf der Suche nach seiner Triebbefriedigung, die natürlich verschiedene Gründe hat. Dazu dann nächste Woche Montag mehr, aber er geht halt über Leichen. Und mich stört dieser skrupellose Charakter unfassbar. Der stößt mich absolut ab. Und na klar, es ist ein offenes Drama sozusagen, eine offene Tragödie. Gelöst wird das Ganze in Faust 2. Um quasi mit dem Heinrich irgendwie eventuell übereinzukommen, müsste ich jetzt noch Faust 2 lesen, denn Gott verzeiht ihm ja dann am Ende quasi. Also er rettet ihn auch, das weiß ich sozusagen schon oder ich weiß es noch, weil, naja, solange man strebt und sich quasi bemüht, dann zeigt man ja quasi einen guten Willen und am Ende funktioniert das auch und dann bekommt Faust auch seinen Moment der absoluten Glückseligkeit. Aber aktuell ist er halt einfach ein strebender und ruchloser Geist, könnte man sagen, ja. Und das hat mich unfassbar gestört. So, ich denke, das sagt erstmal schon einiges zu meiner Lektüre. Ich werde morgen noch meinen Wochenrückblick, meine Lesewoche drehen und dort auch nochmal einiges zum Faust sagen. Und wie gesagt, ab nächste Woche wird es noch ein bisschen intensiver. Ich beschäftige mich jetzt gleich noch mit dem Faust-Video. Ich will das gleich noch drehen. Und da kann ich nochmal sehr viel über Faust und seine Beweggründe und seine Erklärungen erzählen. Und die habe ich auch alle verstanden, aber es versöhnt mich trotzdem nicht mit dieser Figur. Ich bin gespannt, wie ihr den Faust wahrgenommen habt, falls ihr euch entweder noch an eure Schullektüre erinnert oder gerade irgendwie dabei seid oder einfach Theaterstücke gesehen habt. Weil, also wenn ich nur im Theater bin, dann fiebere ich mit Faust und Gretchen mit. Ich merke richtig, in meiner Brust ist halt immer dieses Drängen nach einer Liebesgeschichte so. Aber es ist halt kein, das ist halt das Blöde und Gretchen wird halt quasi auf diesem Weg geopfert, was ich sehr schade finde. So, das war's erstmal wieder von mir. Ich bin gespannt auf eure Antworten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!